Ja, Leute, es ist soweit. Wir müssen mal so langsam auf Winterreifen wechseln. Heute wollte ich euch dann deswegen einfach mal zeigen, wie ich das so mache, was man so beim Radwechsel beachten muss und welche Hilfsmittel man dafür am besten braucht, um einen guten, sicheren Radwechsel hinter sich zu bringen. Ja, zuallererst müssen wir natürlich so ein Auto irgendwie anheben. Ich habe dafür einen Wagenheber. Es gibt natürlich auch diese Notwagenheber, die im Kofferraum liegen, oder diese ganz kleinen hydraulischen Wagenheber. Ich habe da ein bisschen was Größeres, aber ich zeige euch erstmal, wie man das Ding richtig ansetzt, weil da gibt es natürlich auch immer wieder ein bisschen was zu beachten, damit man sich halt die Karosserie nicht beschädigt. Ja, was ist hier zu beachten? Normalerweise kann man so einen Wagenheber auch ohne diesen Gummiblock anbocken, aber mir ist das hier alles ein bisschen zu flach, deswegen nehme ich immer so einen Gummiblock noch dazu und müssen dann die richtige Stelle am Fahrzeug finden, wo wir wirklich anbocken wollen. In dem Fall müssen wir einmal gucken, hier ist es diese doppelte Kante, also diese doppelte Metallkante an der Karosserie. Da ist auch normalerweise eine kleine Markierung, die ist hier, das ist so ein kleiner Pfeil, der da drauf zeigt. Das heißt, wir müssen genau hier drunter auf dieser Kante anbocken. So, fahren wir mal das Ding dahin. Legen uns den Klotz davor. So, dann sind wir genau da, wo wir hin möchten. Ja, und dann pumpen wir die Karre einfach mal hoch. So, wir pumpen im Prinzip wirklich so weit nur. Also wir pumpen tatsächlich nur so weit hoch, dass der Reifen so 5 cm über dem Boden hängt. Das reicht vollkommen aus. Wir überprüfen natürlich, ob das Fahrzeug auch sicher auf dem Wagenheber sitzt. Mal kurz dran wackeln. Ja, passiert nichts. Ja, und dann geht es eigentlich direkt schon weiter ans Lösen der Radschrauben. Ja, zum Lösen der Radschrauben verwende ich einen Schlagschrauber mit einer 17er Nuss. Das ist genau die Größe, die auch die Radschrauben haben. Man kann das auch mit einem Radkreuz machen. Dafür müsste man natürlich vorher die Radschrauben anlösen im abgesenkten Zustand. Da ich aber mit einem Schlagschrauber arbeite, reicht das, wenn das Fahrzeug direkt angehoben wird und dann im Prinzip die Radschrauben gelöst werden. So, dann nehmen wir das Rad einfach ab und schieben das mal zur Seite. So, hier haben wir einmal das Rad für vorne rechts. Was zu beachten gilt: Es gibt Reifen, die sind fahrtrichtungsgebunden, und es gibt Reifen, die sind nicht fahrtrichtungsgebunden. In dem Fall haben wir wirklich diese fahrtrichtungsgebundenen Reifen. Das ist einmal hier auf der Reifenflanke zu sehen, dass hier steht Rotation und ein Pfeil, also ein Pfeil in Fahrtrichtung. Alternativ kann man das natürlich auch sehen, wenn man sich das Profil anschaut. Ne, das Profil hat hier so ein V angedeutet und das muss immer in Fahrtrichtung gehen. In dem Fall haben wir Fahrtrichtung nach da vorne, Pfeil geht auch in die Richtung. Das heißt, das ist das richtige Rad auf jeden Fall für diese Seite. Würden wir das auf die andere Seite tun, hätten wir das Problem, dass der Regen und Feuchtigkeit nicht vernünftig über die Rillen abgeleitet werden kann. Das heißt, da kann es dann auch ganz stark zu Aquaplaning kommen, was wir natürlich irgendwo vermeiden möchten. Ja, was gibt es sonst noch zu beachten? Wir sollten uns manchmal vielleicht sogar noch die Auflagefläche
für die Räder ansehen, das heißt die Radnabe. In dem Fall ist die Radnabe schön glatt, ist soweit alles sauber. Das Rad ist auch sehr schön abgegangen. Von daher würde ich sagen, ist da alles in Ordnung. Im selben Schritt sollte man sich natürlich auch irgendwie die Bremse nochmal angucken. In dem Fall haben wir hier recht frische Bremsscheiben und Belege. Die Belege sind noch ziemlich dick, also ungefähr so 5-6 mm. Und die Bremsscheibe, die hat auch noch einen ganz, ganz minimalen Grat. Das heißt, da müssen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen machen. Ja, wir richten das Rad im Prinzip über die 5 Löcher aus und drehen die Radschrauben mit der Hand erstmal vor. Ja, anschließend ziehen wir die erstmal auf der niedrigsten Stufe mit dem Schlagschrauber fest, weil wir im Anschluss natürlich noch mit dem Drehmomentschlüssel die Räder vernünftig anziehen. So, mit dem ersten Rad sind wir fertig. Was man natürlich beachten muss beim Festziehen der Räder, wir sollten immer über Kreuz gehen, um gegebenenfalls Verspannungen an der Radnabe bzw. an der Felge zu vermeiden. Das heißt, wir ziehen immer über Kreuz die 5 Schrauben an, um eine ebene Anlagefläche auch zu erhalten. So, dann lassen wir das Auto einfach mal runter. Ja, wenn das Fahrzeug wieder auf dem Boden ist, können wir die Radschrauben einmal mit dem Drehmomentschlüssel festziehen. Ich zeige euch das mal hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da ist eine Skala drauf mit dem Drehmoment. In dem Fall sind es 120 Newtonmeter, das stellen wir einfach mal ein. Fixieren hier hinten das Drehmoment und ziehen. Ja, im Uhrzeigersinn fest und natürlich über Kreuz. So, das Rad ist festgezogen. Ich denke mal, das ist genug an Erklärung. Ich kümmere mich jetzt um die anderen und wir sehen uns gleich wieder. Erzählen. Wichtig ist es natürlich einfach auf die Aufnahmepunkte zu achten, dass wir das Fahrzeug halt richtig aufbocken und gegen Herunterfallen sichern. Ne? Da muss man schon drauf achten, ich habe schon die geilsten Stories erlebt. Aber an sich natürlich für jeden machbar. Jeder hat es wahrscheinlich auch schon gemacht. Also so ist es nicht. Ich erzähle euch ja gar nichts Neues hier im Prinzip. Ne? Wie gesagt, ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie ich es mache. Wenn so ein Rad wirklich schwierig abgeht, dann bearbeite ich die Nabenfläche, also die Auflagefläche des Rades natürlich auch nach, ne, um
beim nächsten Radwechsel halt keine Probleme mehr zu haben. Ne? Wenn so ein Rad natürlich schon sehr, sehr schwer irgendwie abgeht von der Narbe, dann können wir möglicherweise Probleme bekommen beim Festziehen, dass das Rad leicht verkantet. Ne? Das würde dann eventuell in einer Unwucht beim Fahren halt resultieren. Das heißt, das Fahrzeug würde beim Fahren bei höheren Geschwindigkeiten einfach ein bisschen ja, wackelig auf der Straße stehen, ne? Wie so ein kleines Rehkitz irgendwie, was noch nicht richtig laufen gelernt hat. Ne? Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu beachten. Wichtig ist natürlich, wenn man jetzt so Reifen halt einlagert, ich bin eigentlich der Freund davon, die Dinger dann irgendwie in den Kofferraum zu packen, einmal schön sauber zu machen und dann einzulagern über den Winter. Das werde ich euch aber, denke ich mal, auch zeigen im nächsten Video. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich doch gerne, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.